Ja, liebe Windows-, Mac- und Linux-Nutzer, lieber BSD-Nutzer, blabber. Ich habe zwei Sachen vorzustellen, zwei neue Mitglieder im Raumzeitlabor. Der erste Vortrag geht ein bisschen über Presse, wie man mit Presse umgeht. Deswegen ist es ein Pressevortrag. Presse sieht so aus. Manchmal auch mit Kamera, aber mit denen haben wir jetzt nichts zu tun. Presse steht hinten in der Werkstatt aktuell, oder in der Ä-Ecke oder E-Ecke oder wie auch immer. Und Presse wird ganz schön heiß und kann ganz schön viel Druck. Und mit Presse kann man so Folie, wie sie zum Beispiel in diesem Karton hier sich beispielhaft befindet, kann man gibt es auch in schönen Farben. Das kann man damit auf T-Shirts drauf machen, zum Beispiel, oder auch auf andere Textilien, die entsprechende Temperaturen aushalten, so 160 Grad. Und dann bleibt das da auch dauerhaft drauf. Das handelt sich bei uns um eine Textilpresse mit Krokodiltechnik. Das nennt sich deswegen Krokodiltechnik, weil es so aussieht wie ein Krokodil. Die waren ganz schön kreativ. Sieht so von der Seite aus. Ist auch genauso schönes Gelb, wie ihr hier seht. Dankeschön. So sieht es von schräg rechts oben aus. Auch ein schönes Bild. Das sind übrigens alles die Bilder von der Herstellerseite. Mehr gab es nicht. Außer diesem noch. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Was es genau ist, kann ich euch erklären. Ist aber nicht so wichtig. Damit kann man den Druck einstellen, aber das ist schon eingestellt. Also ist das nicht so wichtig. Ja, es funktioniert folgendermaßen. Wir haben diese Folien. Wir schneiden sie aktuell mit dem Lasercutter. Und danach kann man die eben auf ein T-Shirt draufbringen. Damit haben wir zum Beispiel auch von der Knoblauch-Programmiernacht schon die Convention-Shirts gemacht. Und die sahen eigentlich ganz gut aus. Ja. Gehört im Raumzeitlabor und steht da hinten in der Ecke und kann benutzt werden. Wir haben irgendwie so grob mal als Hausnummer gesagt, für ein bedrucktes T-Shirt, also ohne T-Shirt, nur der Druck, sind irgendwie mal so 5 € Spende nett. Weil diese scheiß Folien irgendwie so blöd zu beschaffen sind. Und ja, habt Spaß und wenn ihr irgendwie Fragen habt und so weiter. Fabian hält ja auch irgendwann seinen Laservortrag, wie man dafür Dateien macht und danach wisst ihr dann auch, wie ihr die Dateien macht, die ihr danach drucken könnt. Genau. Das war die Presse. Ach nee, es gibt noch dieses wichtige Detail. Dieses wichtige Detail ist irgendwie dieses tolle Display, was irgendwie zeigt, wie viel Grad das Ding hat. Wir haben schon gemerkt, das hat irgendwie so ein Offset von 5 Grad. Das heißt, man muss sich, glaube ich, 5 Grad wärmer einstellen, als man es eigentlich braucht. Aber ich werde das nachher auch nochmal am lebenden Objekt dann vorführen, weil wir müssen noch T-Shirt drucken nachher. Ja, ist auf jeden Fall eine zweite Möglichkeit zur Textilveredelung. Neben dem Sticken kann man jetzt auch so tolle Folien drauf pressen, die dann auch toll aussehen.